Hallöchen da draußen, willkommen zurück zu Venetica. Wir sind gestiegen im letzten Part und dürfen wieder ein paar Punkte verballern. Jawohl, drei Stück. Wir brauchen mehr Leben, wir brauchen mehr Weisheit, wir brauchen mehr Stärke. Perfekt. So, es ist ein wundervoller Morgen hier im Spiel und die Sonne scheint, blauer Himmel, Tauben am Himmel und Tauben am Pimmel. Und müssen jetzt irgendwelche Händler suchen. Ich brauche was zu fressen. Wir haben fast nichts mehr zu essen. Fast. Vielleicht können wir ein bisschen was klauen. Nein. Wo sind die ganzen Händler? Die sind noch gar nicht da, oder was? Oh mein Gott. Das kann doch nicht sein. Wir brauchen endlich was. Ah, da ist die erste Händlerin. Das ist doch perfekt. Was kann ich für dich tun? Handeln. Zeig mir deine Ware. So, was ist das? Was will ich mit einer Machete? Ich brauche was zu essen. Verdammt. Gut, wir können hier ein bisschen was verkaufen. Kriegen wir ein bisschen Kohle rein. Diesen ganzen Plunder hier. Schmuck und den ganzen Scheiß. Alles, was wir nicht brauchen. Alles, was wir so zusammengestohlen haben. Dieses Tierprodukt kann verkauft werden. Sollte ich das vielleicht noch aufheben? Ich weiß nicht. Ich heb's auf. Wo sind deine Kameraden? Ich brauche hier unbedingt Nahrung. Scheiße, die sind alle nicht da. Ja, verreck. Also müssen wir mal einen Auftrag machen. Nicht die Lampe rausziehen. Ich bin's immer noch gewohnt, L zu drücken. Für Lockquest. Rattenarbeit. Überrede Rico wieder für Ratte zu arbeiten. Überrede Rico. Ja, okay, machen wir. Rattenarbeit, das war der kleine Junge, ne? Das war doch der kleine Balk. Ja, stimmt, der steht da an der Kapelle rum und tut nichts Sinnvolles. Nur Schmarotzen und Drogen nehmen. Und daher, dass die Jungs von heute, beziehungsweise die Jugend von heute etwas arbeiten sollte. Jemand ist hier gerade rausgerannt, als wäre der Teufel hinter ihm her. Quer über den Marktplatz und hinein in die Hintergassen. What? Dieser Tempel ist verflucht. Bleib lieber draußen, wenn dir dein Leben lieb ist. Ich war schon drin und da drin ist nichts mehr. Wo ist da einer hingerannt? Durch die Gasse, in die Hintergasse? Das kann vielleicht ich gewesen sein. So. Ah, wie geht's dir? Ja, perfekt. Merwin, wo kann ich mich ausruhen? So. Ratte sagt, du besuchst ihn nicht mehr. Den hasse ich. Er schlägt mich immer. Schlimmer als mein Vater. Also ich meine, als mein Vater noch am Leben war. Der hat's vielleicht verdient. Also, Ratte wird ihn sicher bezahlen. Er soll endlich zu Ratte gehen. Naschzeug geben. Wie wäre es mit etwas Naschzeug? Ja, aber nicht von dir. Ratte muss es mir geben. Okay. Ratte muss ihm Naschzeug geben, sonst macht das nicht mehr für ihn. Der macht hier einen Komplott. Schläge hat er gekriegt, deshalb wird es verdient haben, wa? Aber wie? Ah, die Händler sind da. Guck mal hier, jetzt kommen die Nachzügler endlich. Frisches Obst! Ja, lass mal sehen hier. Handeln. Bitte zeig mir deine Waren. So, wir müssen viel Obst kaufen. Und zwar alles, was er hat. Damit wir uns richtig schön wieder satt essen können im Kampf. An Kohle mangelt es nicht. Ich gebe dir noch ein paar imperiale Münzen dafür. So. Perfekt. Glaube ich. Jetzt ist er arm. Und wir haben wieder Essen. Ich glaube, da vorne ist noch so eine Brottante, wo immer Brot. Die ist noch nicht da. Na super. Also die meisten Händler, die halten nicht so viel von Arbeiten. Denen ist das alles ein bisschen lästig, glaube ich. Ich wollte mal kurz auf die Brücke laufen und sehen, wie das hier so aussieht. Wow. Hier stehen auch ein paar
Wachmänner rum, die nichts von mir wissen wollen. Oh! Verdammt, ach, da kommen wir zurück zur Südbucht. Ah! Okay. Da wird dann eine Schnellreise veranstaltet hier. Und ich glaube, die Steine sind wieder aus dem Weg geräumt. Jawohl. Nicht schlecht. Ich höre irgendwas. Komm wieder hoch. Nee, also Berge steigen ist nicht so ihre Stärke. Auf jeden Fall gibt es hier eine Truhe. So, schön aufpassen. Oh. Haben wir uns gut merken können. So. Perfekto. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Naja. Ein bisschen. Hätte auch ein bisschen mehr drin sein können. Ist ja auch noch eine Truhe, oder? Jo. Okay. Das mit den Truhen finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Eigentlich gut gemacht. So im Öffnen auch. Gefällt mir. So. Vor allem, wenn man sich ein bisschen was merken kann, dann ist es auch gar nicht so schwer. Und ich hoffe, es hat sich gelohnt dieses Mal. Ah, gut, da ist nochmal ein Schwert drin. Das gleiche, wie ich jetzt schon habe. Ach, wir hätten nochmal die Schwerter verticken können. Und den haben wir ja eigentlich auch ziemlich viel, ne? So, und vielleicht sind es die anderen mal wieder bei der Arbeit. Die Brottante und so. Schauen wir mal. Ja, die Brottante ist da. Holla, die Waldfee. Brot. Brot. Dann lass mich das Brot. So, also zugestanden, Brot, alles da hier. Wir kaufen alles zum Kinderbestechen. Perfekt. Und ich glaube, wir sind wieder richtig gut ausgerüstet. Und wo können wir eigentlich unsere Waffen an den Mann bringen? Am besten gibt es hier nicht irgendwo einen Waffenhändler. Wo vielleicht Interesse daran hätte. Das ist so eine, der hat lauter Blunder hier, Bücher. Wie kann ich dir helfen? Handel. Bitte zeig mir deine Waren. Ja, der hat Lampenöl und so Scheiß. Ich weiß aber nicht, ob der mit Waffen was anfangen kann. Ne, ich glaube, wenn dann nur die hier vorne war, die hat so Jagdzeug und so Shit. Was kann ich für dich tun? Was bietest du noch? Ich verkaufe so. Zudem kann ja, ich ja, das haben wir schon mal durchgelesen. Das Anpassen von Rüstungen, nein, brauchen wir nicht handeln. Zeig mir deine Waren. Ich habe gedacht, die könnten noch ein bisschen mehr hier. Oh, da können wir alle 21 verkaufen. So viel Waffen braucht doch kein Mensch. Lederrüstung angepasst. Das sind die gleichen, ne? Können wir auch mal weghauen. Brauchen wir auch nicht so wirklich. Das kann man nicht verkaufen. Okay. Alles klar, jetzt gehen wir zur Ratte. Weil der wartet nämlich schon sehnsüchtig hier auf seinen Botenjunge. Nicht, dass der noch Stress machen anfängt hier. Können wir eigentlich auch hier hinten rumlaufen? Jo, das müsste, glaube ich, gehen. So, hier ist ja die Gilde. Da müssen wir mal gucken, welche Gilde wir uns jetzt anschließen. Ich werde jetzt demnächst mal eine kleine Umfrage starten hier. Dann kann man es in die Kommentare schreiben. Moment, wo ist denn der? Da oben, ne? Genau. Da ist er. Oh, was willst du denn schon wieder? So. Ah, Rico will Naschzeug von dir. Dein Laufbursche sagt, er hätte lieber Naschzeug von dir anstatt Schläge. Ja, was denkt sich der Frechdachs eigentlich? Weiß wohl, dass er mich in der Hand hat, der Bursche. Wird mal ein prima Bandit. Naschzeug hin, Naschzeug her. Ich kann ja nicht einfach einkaufen gehen. Ich sitze hier fest. Naschzeug geben. Hier ist das Naschzeug. Nicht selber essen.
Nun denn, ein Wachposten muss wohl tun, was ein Wachposten tun muss. Also her mit dem Zeug. Und danke. Vielleicht bist du doch ganz vernünftig. Sobald der Bursche hier aufkreuzt, werde ich dich an Rabe empfehlen. Ja. Bis später. Nicht, dass wir uns jetzt aber hier anschließen, ne? Kurz nochmal lesen. Wo haben wir das jetzt? Ist es jetzt schon erledigt, oder was? Ich gehe mal kurz zu dem Jungen und sag ihm mal Bescheid, dass er hier hinkommen darf. Weil irgendwie ist der Auftrag draußen, ne? Ah, jetzt kommt langsam Leben hier wieder. Langsam wachen die Leute alle auf. Gärtner. Der Barde ist auch wieder da. So. Schauen wir mal, was der Kleine zu sagen hat. Ob überhaupt wieder dahin möchte. Er ist weg. Er ist weg, also müsste ja eigentlich sozusagen erledigt sein. Ja. Moment, da können wir, glaube ich, den Raben starten lassen. Ah, da oben ist die Truhe. Wir kommen auch dahin. Ach du meine Fresse. Sieht gut aus. So. Naja, auf dem Markt könnte ein bisschen mehr Leben sein. Ein bisschen mehr Sachen auch zu kaufen. Hier gibt es eigentlich nur Scheiße. So einen Waffenhändler gibt es nicht direkt, ne? Und hier ist gar nichts. Nope. Okay. Gut, ich glaube, das mit dem... Was ist denn das? Ah. Richter. Ein Ochse. Kann ich den töten? Nee. Schade. Ah, warte mal, hier ist ein Plakat. Wird da einer hingerichtet demnächst? Abenteurer sucht, was tretet ein, um mehr zu erfahren? Abenteurer gesucht. Und wer sucht hier ein Abenteurer? Schön. So, okay, auf jeden Fall werde ich jetzt hier mal eine kleine Pause einlegen und mich mal kurz über die Gilden informieren und dann werde ich euch fragen im nächsten Part, welche Gilde wir uns anschließen sollen, weil erstmal muss ich mich informieren. Ich weiß ja noch gar nicht, was es jetzt hier alles gibt. Und ein bisschen über die herausfinden, ein bisschen was nachlesen. Und dann sehen wir weiter, wie es weitergeht. Tschüss!